Bei Bauprojekten müssen gesetzlich geschützte Ameisen durch ausgebildete Ameisenheger umgesiedelt werden. Mit einigen Helfern macht sich der Ameisenheger und Leiter der forstlichen Ausbildungsstätte Pichl, Diplom-Ingenieur Martin Krondorfer, in den frühen Morgenstunden auf den Weg zu einem Ameisenhaufen. Ausgestattet mit leeren Tonnen und Werkzeug geht es nun an die Arbeit. Zuerst wird die Ameisenart bestimmt. Und einmal allein von der Bauform, Harzkügelchen, Seehöhe entsprechend, könnte man da gleich eingrenzen, dass es eine der Gebirgswaldameisen ist. Und jetzt, wenn man es genau wissen will, welche Ameise das ist, dann geht es ans Härchenzählen. Da gibt es die stark beborstete und die schwach beborstete Gebirgswaldameise, die Formica aquilonia, genau. Ja, ein typisches Zeichen, dass da mehrere Königinnen drin sind, sind kleine und größere Individuen bei den Arbeiterinnen. Mhm. Seht ihr das? Ja. Dann kann die Arbeit beginnen. Also wir fangen mit der Nestkuppel an, die man dann vorsichtig loshebt und dann da hineingibt. Das sind die Puppen. Ja. Und jetzt kommt das da hinein. Oh, da haben wir viel drinnen. Die Nester gehen unterirdisch noch weiter und auch dieses Material muss mitgenommen werden. Das ist also das ganze Außenmaterial da. Ich setze noch nicht. Wenn es dann aus die wollen, dann kannst du es drauf geben. Genau, und da jetzt einfach mal umschmieren, so 2-3 cm dick. Oft kommt es vor, dass auch ein Teil einer Baumwurzel in das Nest integriert ist. Diese wird sorgfältig freigelegt und dann Die Queen, schnell ein Degel. Je nach Ameisenart und Nest gibt es eine oder mehrere Königinnen im Bau. Diese sind die einzigen Individuen, die Eier legen. So bringen sie die Gene der Kolonie in die nächste Generation. Nach dem Ausgraben wird ein Stück Holz mit einer Zuckermasse eingelegt, um die restlichen, noch nicht gefangenen Ameisen anzulocken und ein paar Tage später zum neuen Bau zu bringen. Die werden jetzt voraussichtlich hier entsprechend zu bauen beginnen, weiterzubauen, neu aufzubauen ihren Staat und dann räumt man das nächste Mal wieder mit dem gleichen Konzept wieder weg. Und so lange, bis im Prinzip keine Ameisen mehr da sind. Wobei das Erdmaterial das allerletzte ist, weil das kann man nicht so aufbauen, so schön, wie sie es da drinnen gemacht haben, in diesen Kammern. Danach geht es möglichst schnell an den neuen Standort, der sich nur ein paar hundert Meter entfernt befindet. Ja, Platz vorbereiten. Das heißt, wir haben ungefähr die gleiche Exposition von oben. Der Lichteinfall ist ähnlich. Die Seehöhe hat sich jetzt natürlich geringfügig verändert. Wir sind jetzt ca. 50 Höhenmeter runter. Toleranzbereich liegt in etwa bei 100 Höhenmetern Unterschied. Das heißt, die Ameisen sind in einem ähnlichen Lebensraum wie vorhin. Kalkstandort. Die Fichte ist der Hauptbelaufbaum, wo sie dann ihre Läuse melken. Die Arbeiterinnen transportieren nun die Puppen rasch ins geschützte Innere des neuen Baues. So wird nun Schicht für Schicht der alte Haufen aufgeschüttet. Jetzt gehen wir so ein bisschen. Dann fangen wir um, weil das kugelt meistens eh. Anschließend wird die eingefangene Königin eingesetzt, die sich in den neuen Bau verkriecht und wieder Eier legen wird. Zuletzt wird noch ein sogenannter Ameisenwächter angebracht, der durch sein Aussehen an einen Greifvogel erinnern soll. Das soll Fressfeinde wie Schwarzspecht oder Grünspecht eine Zeit lang fernhalten. Ob die Ameisen am neuen Standort überleben können, wird sich erst nach einiger Zeit zeigen. Denn viele Faktoren spielen hier eine Rolle. Wichtig ist daher, Umsiedelungen nur als die letzte Maßnahme zu sehen und stattdessen, wann immer irgendwie möglich, den Erhalt von Lebensräumen zu gewährleisten.